Nein. Ich hasse diese Stille. Aber da müssen wir jetzt durch. Bix, ich komm dir zu Hilfe. Mach keine Dummheiten, Mann. Das ist doch echt zum Haare raufen. Können die nicht einfach aufgeben? Ich glaube, nach dieser Stelle meint er noch Schluss. Verdammt, ich werd hier noch verrückt. Chor auf Etage 2. Du gehörst wohl auch zu Avalanche. Natürlich gehöre ich zu Avalanche. Warte. Den habe ich noch nicht, also... Keinen kommt! Das lassen wir nicht zu, nicht normal! Oder? Du glaubst wohl, damit kommst du durch! Geht aufs Haus! Gleich siehst du's! Oh nein! Seid ihr wahnsinnig? Kleine Schutzhexe. Ich kann euch. Warte mal, was? Auf Feuer. Wenn ich Barrett wieder hab, dann mach ich wenigstens auf Feuer. Na gut. Endstation für dich! Blitz und Donner! Genug! Und tschüss! Nervt mich nicht. Okay. Nein, lass das nicht Big sein. Versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf vier Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. Was ist mit dir? Ich kämpfe hier weiter. So ein paar hundert reiß ich noch mit. Bist nicht der Einzige, der was drauf hat.
Mädchenhof. Das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch. Mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl. Keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Viel Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt lastet auf dir. Ich komme zurück. Sie werden diese Schweine büßen. Alles nur noch Mord, Totschlag hier. So sieht da so ein Krieg aus. Was? Ach, jetzt gibt's auch noch die Luftkommandanten, hä? Stimmt ja. Und die Musik macht's gerade nicht besser. Aha. Feuer und Wind. Ich habe aber leider beides nicht. Ich brauche Barrett so langsam! Es ist vorbei! Verzieh dich! Du gehst mal weg, Junge. Keine kommt. TP Boost. Nice. Ich würde mir so wünschen, alle TP, also alle Dinger würde man ins nächste Spiel mit rein. Also nicht ins nächste Spiel. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Das Recht. Genau so. Da.
Ich habe ja kein Elixier mehr. Bitte schön. Bis hier und nicht weiter. Ne, aufgeschoben. Komm doch her, Mann! Ich brauche Barret! Wo ist er? Hilfe, Barret! Alter, wie feige! Wie lange ich noch mache, weiß nicht. Auf ein neues. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Stelle hier noch geht. Jetzt kommst du mal her! Schluss jetzt! Ich wollte zumindest diese eine Stelle hier noch beenden. Und ich weiß wirklich nicht, wie lange die geht. Treffe ich jetzt auf Barret? Ich brauche Barret. Ich brauche seinen Arm. Wenn noch weitere solche Fliegviecher auftauchen. Dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt. Wir Turk! Quatsch, wir von Shinra. Uns macht ihr keine Angst. Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler. Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Das ist doch... Du Supersoldat! Zeig, was du kannst! Renn, 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 renn! Gib dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Wie in einer schlechten Seifenoper, was? Bunker down, we are now being raided! Danke für den Raid, Klaus.
Doch nicht in der Sequenz, Mann. Hui. Ah. Und hi an alle, die von Klaus rüberkommen. Ah. Ich lass mal die Sequenz weiterlaufen. Mr. Dynamite, danke für den Follow. Vielen Dank. Das war knapp. Besser? Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Eris! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst von hier fliehen. Oh! Ha! Wie cool ist das denn? Jetzt erfahre ich endlich diesen Abschnitt des Spiels. Ich habe schon damals, also ich habe mich ja vorhin schon gefragt, ob sie diesen Abschnitt vielleicht als DLC reinbringen oder so. Also Abschnitte, wo man wirklich, ja, nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Was auch ein bisschen komisch im Spiel war. Weil zeitlich einfach, ja, irgendwie, ging alles so schnell. Und Nacht, Mr. Dynamite. Und danke nochmal für den Follow. Oh. Dieses Spiel ist so gut. Für mich persönlich schon allein der Nostalgiegründe. Spiel des Jahres. Da kann kommen, was will. Selbst The Last of Us 2 schafft das nicht, mich so zu flashen. Weg, bevor es zu spät ist! Wir müssen hier durch! Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt! Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Weg! Ich bin doch echt zu nichts nütze. Quatsch! Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Oh oh. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Ah, die beiden! Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen!
Komm schon! Hier lang! Oh ja, schnell. Wie gut! Hey, warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Das ist... Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Ja, nice, Christian! Los, bitte! Schnell! Bringt euch in Sicherheit! Ich hab mich ja immer gefragt, was mit Bix, Thatch und Jesse hier passiert. Ob denen es gut geht, ob sie es geschafft haben. Bei Bix wissen wir ja leider. Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Und man lernt hier auch noch so viele Charaktere mehr kennen. Wie Male zum Beispiel. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Die man natürlich dann auch, wenn sie jetzt unter den Trümmern liegen, vermissen würde. Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Oh, ich hoffe, denen geht's nachher allen gut. Ich muss zum